Ja, hallo, grüß euch, meine lieben Freunde auf meinem Kanal. Und zwar heute habe ich ganz einen besonderen Gast bei mir. Und zwar, ja, der Hans. Hallo, grüß dich, Hans. es geht um das. Wir möchten euch das einmal jetzt ein bisschen vorstellen, weil das ist jetzt gerade eine Kampagne, eine Mega-Kampagne. Und zwar, Gott ist mir untergekommen. Und eure Seiten ist ja die von gottkennen.at. Genau. Und ja, und jetzt gehen wir einfach einmal ein paar so Fragen durch. Und du hast mich angerufen, weil wir haben gesagt, das war super, wenn wir da auf meinen Kanal da mal ein bisschen über das Ganze reden. Und ja, jetzt haben wir gedacht, Hans, stell dir einfach einmal vor und erzähl einmal so ein bisschen von dir. Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich mega. Also ich bin der Hans, ich komme aus dem schönen Telling, das ist so eine Riesenmetropole neben dem Flughafen. Nein, eigentlich sehr klar, aber bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin beim überkonfessionellen christlichen Werk, das heißt Campus für Christus, und da haben wir verschiedene Arbeitszweige und einer davon ist eben dieses Gott kennen, wo wir mit ganz vielen verschiedenen Christen zusammenarbeiten wollen und wirklich, dass einfach andere Menschen dadurch Jesus entdecken können. Das ist so unser Ziel einfach von dem Ganzen. Und mir ist ja aufgefallen, wenn man da jetzt schon so ein bisschen in der Gegend umeinander fährt, da hängen ja schon überall oft so Plakate, das ist Gott ist mir untergekommen. Und um was geht es da genau? Weil jetzt hier ist so ein Plakat, ja, und sehr stylisch gemacht, muss ich sagen. Danke. Gar nicht so das Übliche, wenn man sagt, so ein bisschen so von früher so verstaubt, ein bisschen, also nichts gegen Christenheit, ja. aber da ist ein bisschen so ein Pep dahinter, ja, und das fällt auf. Ja. Und da haben wir gedacht, was ist das genau? Also, ja, Gottes Untergekommen ist einfach auch aus der Weihnachtsgeschichte eigentlich, außer von Jesus, wo Gott überraschend einfach Leid begegnet. Also die Hirten am Feld oder die Weisen aus dem Morgenland, wie es so schön steht. Und ganz überraschend kommt Gott ins Leben. Und so haben wir einfach Geschichten von 7 Menschen gemacht, von Oberösterreichern. Das heißt, dass sie Menschen auch identifizieren können, wie einer Gott im Leben überraschend begegnet ist. Und das schaut ganz anders aus, ist aber immer derselbe Gott. Aha. Aber das schaut auch beim eher katholisch-konservativ aufgewachsenen Menschen anders aus, als wie einen, der mit der Kirche vielleicht gar nichts am Hut hat. Und das ist so unsere Idee, dass man das sichtbar macht. Wie kann Gott im Leben begegnen eigentlich? Wie kann er plötzlich unterkommen und was kann er da? Und das sind Unterkommen meistens so in Schicksalsschlägen oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt gerade unterkommt, sind das da Situationen, wo ich da im Leben vielleicht einen Schicksalsschlag gehabt habe, oder vielleicht kannst du da ein Beispiel oder was erzählen aus unserer Story. Ja, aus dieser. Also wir nicht zu viel verraten, weil wir wollen nicht spoilern. Ja. Aber man könnte sich gerne alle online anschauen, gell? Ja. Aber das sind einfach ganz unterschiedlich auch, gell? Es gibt den einen, der einfach wirklich in der Kirche aufwächst, merkt, das hat was und das lebt. Aber es gibt auch, zum Beispiel, wir haben da eine Geschichte von der Doris, wo wirklich Gott dir einfach einen Film vor die Augen malt und ihr dadurch sagt, hey, ich bin für dich da. Sie hat ein ganz bewegtes Leben, wirklich viel Schicksalsschläge, und dann begegnet dir Gott leibhaftig heute noch und erzählt es einfach auch, wie kann das gehen. Und ich glaube, so unterschiedlich wir zwar sind, so unterschiedlich auch ihr seid, die da zuschauen, so hat Gott wirklich auch für jeden den Moment. Und das wollen wir, mittlerweile haben wir 20 Geschichten, weil wir das ja nicht zum ersten Mal machen, ganz unterschiedliche Leute aus ganz Österreich, und wir kommen zu denen heim, filmen die, zeigen auch, wie die wohnen, und das ist so unterschiedlich und jeder hat da ganz unterschiedliche Story eigentlich. Okay, das heißt, ihr habt schon in anderen Bundesländern auch was gemacht, weil da haben wir zuerst dabei ein bisschen vorab schon ein bisschen plaudert, und da hast du gesagt, das hat ja so, die Idee war glaube ich 20 und 21 ist dann glaube ich mit der Kampagne losgegangen. Genau. Das heißt, das war eigentlich genau in der schlimmen Zeit, ja. Und in welchen Bundesländern, wo habt ihr da überhaupt gestartet? Also die Idee ist, wie gesagt, wirklich 2020 entstanden, ja, wo man gehört hat, gell, dass Jugendliche mit Depressionen und mit diesen Lockdowns so zum Kämpfen haben, und unser Leiter, der hat in Völden wohnt, der in Pinzgau, und da hat es wirklich dann einige Jugendliche ergeben, die wirklich Selbstmord begangen haben, und irgendwie haben wir da gewusst, hey, es muss einfach irgendwie, Christen haben doch die Hoffnung. Jesus sagt, hey, er ist auferstanden und ist Sieg über den Tod. Und da muss es doch Christen geben, die jetzt Hoffnung geben. Und dann hat er sich zusammengesetzt mit verschiedenen anderen Leitern. Und da ist die Idee geboren worden, dass wir damals mit Gottes Mund da kämen, in Salzburg anfangen, haben da einfach leider ganz viel
verschiedenen Denominationen gefragt, ob sie mit an Bord sind. Damals war die junge Kirche, zum Beispiel der katholischen Kirche dabei, bis zur Evangelischen Allianz waren da einfach die Gemeinden am Start und auch andere Werke. Und dann haben sie da angefangen, wirklich Salzburger Geschichten zu machen und auch eine ganz bewegende Story. Also eine ist zum Beispiel, da ist sie war in der Kirche und der Papa stirbt am Jägerstand am Sonntag in der Früh. Und die ist heute aber so eine fröhliche Person, hat selber jetzt eine Familie. Also und das ist so schön zum Sagen, dass da Gott wirklich einen Startpunkt setzt beim Menschen oft. Und der ist einmal mehr bewegend und einmal weniger. Aber ich glaube, dadurch können Leute wieder einmal irgendwie das spüren. Ja. Wie kommt es da sein? Weil so viele Leute kennen Kirche, aber Jesus eigentlich nicht so. Ja. Da geht es ja um die persönliche Beziehung, glaube ich, auch zu Jesus. Und ich glaube, früher so, also was mich erinnern kann, in meinem alten Denken auch noch so, ich habe das immer gleich so verbunden mit Institution, aber nicht so in Jesus als so mein persönlicher Retter. Ja? Also, und je mehr, dass du dich mit dem auseinandersetzt, desto mehr kommst du drauf, du entwickelst ja eine persönliche Beziehung zu ihm. Ja? Und dann ist das, glaube ich, ja, einfach ganz wichtig, dass man sagt, ich habe auf einmal immer mehr Frieden in meinem Leben, ich bin glücklicher, ich bin erfüllter und da draußen, sagen wir, die Welt, da geht es drunter und drüber gell? Und du sitzt so da und hast so Gelassenheit, so einen Frieden in dir, denk mal, wer wünscht sich denn das nicht? Genau. Also wer, das, da musst du ja, ja und jetzt ganz normal sein, wenn du es nicht wünschst. Ja. Und trotzdem ist es so, dass viele ja in Österreich gell, mitkriegen, was einfach, ob das von der Taufe bis zur Firmenkonfirmation, Hochzeiten, sie waren, haben Berührung mit Kirche, aber es ist, greift irgendwie nicht so, dass irgendwer versteht, was das fürs Leben ist. Weil sonst waren ja die Kirchen voll, weil bei der Taufe sagen viele, boah, es war voll schön und sind begeistert, aber es bleibt nicht nachhaltig. Gell? Ja. Und ich glaube, da haben wir schon irgendwie irgendwas bastelt mit unseren Kampagnen, wo man sagt, hey, das kann man irgendwie wieder mehr verstehen. Und darum auch das Leben. Darum ein gutes Munterkummer und nicht irgendwie Gott ist mir begegnet. Aha, weil wir sind Oberösterreicher und das ist auch unser Ding. Wir wollen für die Leute, zu die Leute. Also wie kann man es machen, dass man wirklich eine Ebene findet, dass Menschen auch sich identifizieren mit der Person. Und so haben wir jetzt gerade in Oberösterreich, haben wir wirklich vom Mühlviertler bis zum jungen Burschen aus Steyr, bis irgendwo Altmünster, also wirklich versucht, eine Linzerin, dass das wirklich auch ein bisschen verschiedene Leute sind, aber auch vom Hintergrund her. Also die einen sind sehr katholisch aufgewachsen, die anderen und sind auch dort dabei und die anderen sind in einer Freikirche, also sind sehr unterschiedliche evangelische Kirche. Ich muss auch sagen, also ich bin, da rede ich jetzt von mir persönlich, also ich schaue mir sehr viel christliche Prediger an, YouTube und so, aber ich schaue oft gar nicht mehr so sehr, aus welcher Konfession kommt der, ob das jetzt dann, also aus verschiedenen Richtungen und nehme einfach das Gute auch daraus aus, wo ich merke, wow, da steckt was drin, was mich berührt, was macht, was sogar vielleicht mein Leben verändert, wo ich überhaupt vielleicht sogar ein besserer Mensch dann werde. Also das merkst du ja an dem eigenen Leben, wie sich auf einmal was verändert. Und wenn ich halt so viel Selbstreflexion habe, dann merke ich ja, geht mein Leben jetzt in eine bessere Richtung oder nicht in die zweite Richtung. Ja. Und trotzdem ist es im ländlichen Raum so, dass man mit Hochdeutsch irgendwie seine Probleme hat, oder? Ja. Mein Papa kommt da Everdinger Gegend weit auf, also die horchen ungern, wenn Hochdeutsch ist. Okay. Sondern da ist es wirklich nur im Land, gell? Da magst du halt so reden, wie es du dort redest. Gell? Ja. Und natürlich haben wir in der Stadt überall, da wird es schon ein wenig anders. Und das ist halt auch unser Ansinnen, dass wirklich so geredet wird, dass der checkt, hey, das ist wirklich einer von uns. Das ist einer, das kommt mein Sohn sein, das kommt vielleicht sogar mich betreffen. Ja. Und ich glaube, manchmal sind die Videos, dass nicht alle gleich die selber treffen, aber vielleicht kommt die Situation im Leben, wo man dann nachdenkt, boah, da habe ich mal was gesehen. Vielleicht kann dieser Gott auch mir helfen in meiner Situation. Ja. Das ist so unsere Idee. Und vor allem auch, dass Oberösterreicher ermutigt werden und vielleicht auch selber wieder ihren Glauben dort leben, wo sie sind. Weil oft ist es so Privatsache geworden, gell? Man geht halt vielleicht, geht man sogar in eine christliche Gruppe, aber kaum wird geredet und keiner weiß das eigentlich. Gell? Ja. Und da denken wir halt gerade, in der Welt ist es auch normal, dass jeder Yoga-Kurse gerade macht. Ja, ja.
Und das sind nicht wenig. Nein. und die machen da auch keinen Hehl draus, ja, und laden die ein. Warum sollten wir als Christen, glaube ich, wieder voll lernen, mal endlich sagen, hey, ich stehe zu dem, weil ich glaube wirklich, dass der mein Leben verändern kann, ja, und dann kann er das auch von meinen Mitmenschen. Ja, ja. Ich glaube sowieso jetzt, was mir gerade so auffällt, dass ja jetzt Gott, wie er vermittelt wird, ganz auf so eine kreative Art und Weise, weil das so, wie wir zuerst schon eingangs geredet haben, es ist so modern, auch die Aufschrift und so von euch und die Karten, was ihr da habt, und das erinnert mich ein bisschen so dieser Chosen-Stil, ja? Und ja, ich weiß nicht, mir kommt das so vor, also habt ihr da auch ein bisschen so Anlehnung an Chosen, oder ich weiß nicht, ob da manche Leute da das kennen, ja. Chosen, oder? Ja, Chosen ist ja so eine ganz neue Serie, wo es draht haben gehört, wo einfach Jesus modern dargestellt wird, also modern, einfach modern vom Style her von der Sendung, aber trotzdem alt. Ja. Also einfach eine ganz moderne Jesus-Serie, würde ich mal sagen, die aber einfach ganz persönlich ist und wo man schon immer wieder den Moment hat, wo man merkt, boah, ja stimmt, das konnte mich betreffen. Und wir haben da einfach entdeckt, hey, wenn man unsere Geschichten vielleicht mit dem zusammenbringt, damals vor 2000 Jahren, wo Jesus live da war, gell, der hat so ausgeschaut. Aber heute, wenn Jesus nicht da ist, aber die Bibel sagt, seine Kraft ist genauso da, dann schaut es so aus. Und da sieht man auch vielleicht ein wenig die Parallelen, gell, wo, wenn man unsere Geschichten gegenübersteht, hey, das war damals vor 2000 Jahren, das war heute, ja, und trotzdem ist dieselbe Kraft und derselbe Geist da dahinter. Ja. Und es ist nur eine andere Zeit und die Umstände sind einfach anders. Ja, ja. Genau. Und ja, mir fällt das einfach voll aus. Vor allem ist es so berührend, weil du sagst, gerade bei Chosen finde ich dieses ja, bis zu miteinander reden, das Moderne, dass sich das so vermischt, und da haben wir auch gedacht, so, ja, dieser Zugang und durch das, dass das jetzt auch so, glaube ich, weltweit, das hat ja sehr eingeschlagen überall, und da denken wir, da muss ja auch irgendwie eine Kraft dahinter sein, weil wenn da jetzt auf einmal sich da sowas verändert, ja, in der ganzen Welt, ja, da konnte auch so eine Kraft schon von Jesus dahinter stecken. Voll. Ich glaube, dass der uns ja auch begleitet und mithilft, dass das Ganze vorangetrieben wird. Und du hast auch Länder, gell, wenn man Iran anschaut oder Afghanistan, ja, das sind die Länder, die haben die meisten Untergrundkirchen. Da ist ein Wachstum da, das kann man in unsere Länder gar nicht verstehen. Aber da muss man schon sagen, je mehr Druck das ist, das war bei den Jüngern damals schon so, je mehr Druck war das da exponentieller, sind sie gewachsen und mit Konstantin ist dann eingebrochen. Ja. Und in Afghanistan und so, das haben sie, glaube ich, nicht damit bedacht, wenn lauter amerikanische Missionare irgendwie, auch wenn es nur medizinisch ist, helfen in diesen Ländern, dann werden die das Evangelium hintragen. Und Afghanistan, Iran, wissen wir, dass sie einfach exponentiell wachsen in der Untergrundkirche, weil die Welt hat so einen Druck aufgebaut, dass die Leute suchen. Und da gibt es viele Zeugnisse von übernatürlichen Begegnungen auch, gell, wo wirklich irgendwelche Leute im Traum, auch im Gazastreifen jetzt, wo Leute im Traum Jesus sehen und begegnen haben. Ukraine, dasselbe Beispiel, Ukraine, die Kirchen sind voll. Ich habe Freunde, die dort, ich war selber Anfang vom Krieg dort und auf der Grenze, haben dort Leute von Jesus und Gott erzählt. Und da sind die Kirchen überall, das ist ein Wachstum, und wenn der Druck da ist, dann fängt man vielleicht auch wieder die Sinnfrage an. Gell? Dann fragt man ja, was halt wirklich, wenn alles nicht mehr da ist. Und dann glaube ich auch, dass wenn Leute wirklich ernsthaft suchen, dass sie Gott offenbart. Ja, ja, und wenn du sagst jetzt da so Gott, wenn so schlimme Zeiten sind und so, dass es vielleicht auf der einen Seite noch trotzdem wieder schwer ist, weil Angriffe sind ja auch nicht ohne, gell? Wenn du jetzt sagst, so wie in diesen Ländern, da haben wir es ja eigentlich bei uns relativ gut, sag ich mal. Also, dass man sagt, man muss ja fast die Chance nutzen, nun, soweit es nur so ist, dass man so frei das alles verkünden kann und reden kann. Also, wie wenn dann so Systeme kommen, wo das eigentlich voll eingeschränkt wird, ist natürlich. Ja, darum glaube ich auch, dass da Gott immer einen anderen Plan hat, gell? Ja, also, dass man da gar nicht immer, aber dass es einfach immer ein bisschen konträr ist zu dem, was gerade angeht. Gell? Weil ich glaube, wenn Dinge eingeschränkt werden, dann wird Gott immer mehr Leute haben, die das physisch machen. Ja. Dann wird er Leute trainieren, die Jünger, so wie es Jüngerschaft heißt es ja auch, gell? Einfach Leute, die er trainiert hat, seine Freunde, die 12, und die haben das wieder weitergegeben und die haben das wieder weitergegeben. Und so glaube ich auch, dass sie das nie aufhalten lassen. Weil eben gerade in Ländern wie im Iran oder Afghanistan ist es eigentlich verboten.
in all, also Medien kannst du da gar nicht nehmen. Ja. Das kannst du nur nehmen im 1 zu 1. Und dort wächst es aber wie Hütte. Und ich glaube, das ist, drum, ich glaube, wir verstehen das noch nicht, wie das zusammenhängt. Aber ich glaube, dass beides irgendwo gerade trifft, dass manches vielleicht schlimmer und bei uns haben wir es eigentlich relativ schön. Und trotzdem merkt man ja auch in Corona, habe ich viele Freunde, die zum Glauben gekommen sind. Oder sich die Fragen des Lebens wieder gestellt haben. Und das hat dazu dient, dass man jetzt drüber reden kann. Und davor hast du gedacht, wie geht es, dass die jemals vielleicht umdenken? Gell? Stimmt. Und trotzdem nicht alle. Ja. Aber ich glaube, mit jeder Phase, die in der Welt schwierig ist, gibt es einfach gewisse Gruppen, für die einfach die Frage hochkommt. Gell? Ja. Ich muss sehen, wie du jetzt gerade erwähnt hast, Corona, die Zeit. Vor auf einmal das ein Umdenken war, wo du sagst, du warst du vor ein paar Jahren vorher oder Schwurbler oder und auf einmal war der auch auf der Seite. Ja. Oder generell, ja, hat sich halt damit auseinandergesetzt oder hat einmal die Zeit gehabt, über tiefgründige Sachen nachzudenken. Ja. Und das ist auch irgendwo, glaube ich, so eine Chance, ja, wenn große Umbrüche in der Welt passieren. Und das ist vielleicht nur zum Schluss noch, dass ich mir gedacht habe, das wollte ich dir noch fragen, so deine persönliche Einschätzung, weil wir zuerst auch so geredet haben. Für mich war immer das, wenn wir gesagt haben, es passiert weltweit gerade voll was, ja, dass immer mehr evangelisiert wird, die Botschaft, die gute Botschaft von Jesus verkündigt wird überall. Und in Matthäus 24,14 steht das ja drin. Ja. Und jetzt kann man sagen, hat es das immer schon gegeben, dass man sagt, weltweit wird die gute Botschaft verkündet und dann heißt ja, wird das Ende kommen. Mhm. Ist immer dann die Frage, was bedeutet das Ende? Ja, das ist einfach so. Und wie glaubst du das? Hat das schon mit dem zu tun, dass man sagt, weil jetzt alles, wir haben Chosen, wir haben diese große Evangelisation auf der ganzen Welt, immer mehr Wochen auf, durch die ganzen, wie Corona und so weiter, das hat es ja auch vorher nie gegeben, auf der ganzen Welt hat sich das angespielt. Das heißt, ich muss ja dann, die ganze Welt hat anfangen müssen zum Nachdenken einmal. Und da ist schon irgendeine Kraft, was da dahinter steckt. Kann das schon sein, dass das dieser Weg ist, wo es heißt, in Matthäus 24,14, dass sozusagen auf der ganzen Welt wird verkündigt, ja, oder gepredigt oder wie auch immer, dann kannst du es erklären, wie es du siehst. Ja. Da würde mich jetzt persönlich interessieren. Ich glaube, dass zum Teil sicher stimmt, dass immer mehr einfach Leute evangelisieren oder einfach diesen Wunsch haben, das weitergeben, was ja eigentlich der Standard vom Christen sein sollte. Gell? Es ist ja schon spannend, dass Jesus zwei Aufträge gibt und sagt, hey, verkündet es in der ganzen Welt, seid meine Botschafter, so wie ich gesendet wurde, so sende ich euch. Das war immer schon so ein Anliegen und trotzdem haben es die Christen jetzt lange nicht so gemacht und hat immer wieder Hindernisse gegeben. Da kommt man lange Zeit, über die letzten 100 Jahre, da hätte es ja Aufbrüche gegeben, sind gestoppt worden und dann, und ich glaube, das ist einfach Gottes Anliegen, dass Menschen zu ihm finden. Das war es immer schon, wird es ja immer sein. Und trotzdem merkt man wirklich, dass ein Movement dahinter ist. Gell? Weil ich selber war auf so einem Evangelistencamp von einer Riesenorganisation, die einfach in Afrika ganz viele so Evangelisationen machen. Und die haben angefangen, glaube ich, im 21. Jahr, dass sie einfach gesagt haben, sie müssen weg von dem einen Prediger, der gut ist, sie müssen junge Leute ausbilden. Und da war ich damals auf einem Camp, da waren wir 70 Leute. Und jetzt gibt es mittlerweile 15 Camps im Jahr mit zum Teil 70 bis 100 Teilnehmern. Das heißt, da gibt es alleine schon in der Ebene, gibt es da einfach tausende junge Leute auf der ganzen Welt, die das gelernt haben von denen und die das auch weitermachen können. Okay. Und dann gibt es trotzdem nur ein paar Sachen, wie man ein bisschen mehr die Leaders dazu ausbildet und so. Aber die machen das schon. Das ist nicht, das ist nicht nur eine Organisation, sondern viele andere machen das ja genauso. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Du fängst an mit 70 Leuten, im nächsten Jahr macht da jeder machen wir 5 Camps, da hast 500 Leute, nur Hausnummer und so geht das gerade. Und dann jetzt machst du von Thailand bis nach Mexiko, bis irgendwo gibt es solche Camps und das ist nur eine Organisation. Okay. Und ich glaube, da überlegen sich viel mehr, wie man strategisch Dinge machen kann. Und natürlich, je mehr junge Leute es sind oder auch keine ältere sein, desto mehr wird das verkündet werden. Und da gibt es, habe ich dir vorher gesagt, die einfache Rechnung, wenn einer anfängt, einen zum Glauben bringen in einem Jahr, gell? Und am nächsten Jahr bringen die jetzt zwei, wieder zwei und dann im nächsten Jahr die vier, wieder vier, dann braucht es nur 33 Jahre. Und dann würden diese Milliarden Menschen, was wir gerade haben, würden von Jesus erfahren. Und
da muss man einfach sagen, wenn es schon mehr gibt, kann es auch beschleunigen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, wo wir ja sicher irgendwo vielleicht sogar drinnen sind. Okay. Und trotzdem wissen wir es einfach nicht ganz. Gell? Wir sollen unseren Auftrag da leben, egal wie die Umstände sind. Und dann werden wir aber auch seine Kraft erleben in unserem Leben. Weil ich glaube wirklich, in Römer steht da drinnen, durchs Predigen des Evangeliums kommt die Kraft Gottes. Mhm. Und ich glaube, das ist das, warum auch Christsein für viele Menschen auch so langweilig ist. Mhm. Weil man immer nur wartet, passiert jetzt das Ende. Genau. Ist jetzt dann bald aus. Aber Gott hat ja mit unserem Auftrag. Er möchte, dass wir die frohe Botschaft erlebbar weiterverzählen. Ja. Also das Verkündigen heißt ja demonstrieren, erleben. Und wenn wir für Menschen beten und es passiert wirklich was. Aha. Und wenn wir erzählen und dem geht das Herz auf und der ist wirklich ready, das ist ja nicht meine Kraft, ich kann das nicht. Ja. Ich kann diskutieren, aber da ist einer Sieger und einer Gewinner. Aber ich kann einer die Botschaft von Jesus wiedergeben, dass er alle Menschen lieb hat, dass er dass zwar was gibt, was uns trennt, aber er hat am Kreuz ja alles gemacht, dass das zahlt es auch für alle Mal und das kann jeder Mensch annehmen, sei Vergebung am Kreuz. Er möchte am Kreuz mit seiner Auferstehungskraft, das ist ja nicht blieben, gell? Er ist auferstanden und dieselbe Kraft kann in uns wohnen, wenn wir ihn einladen. Ja. Und diese Botschaft, die kann depressive Menschen umtragen, die hat die Sprengkraft, eben wenn es einen Toten auferweckt, dann kann es den Tod aber auch in meine Gebeine aufwecken. Dann vor kurzem habe ich ein Zeugnis gehört von einem, der hat einen Schlaganfall gehabt. Und da war wirklich, da waren die Felder im Auge, waren vieles, waren, war so, ist sogar ein Schweinbach irgendwo da bei Mühlfeld drüben. Ja. Da waren viele Felder im Auge eigentlich, sage ich mal, tot. Das war, das war ein Bild sichtbar. Ja. Und er ruft seinen Sohn einmal an, der auch gläubig ist, und ruft ihn an und sagt, hey, was der, ich werde nicht mehr Auto fahren können. Knapp in Pension gerutscht, hat viel Enkel und so, und das war für ihn, der hat gerät, logischerweise, wie das sieht. Gell? Ja. Und der Sohn einmal sagt, du Papa, ich glaube, das geht anders. Ich glaube, wir beten jetzt. Und der geht am Nachmittag nochmal hin, ich weiß nicht, wegen die Umstände weiß ich nicht mehr, geht hin und nichts ist mehr da. Echt? Kein Ding ist mehr, das Auge ist vollständig heil worden, weil der Sohnemann für seinen Daddy geglaubt hat, der Papa hat selber geschaut, Nervenwecker und einfach angeschlossen gehabt. Gell? Und da, das sind die Kleinigkeiten, wo wenn da Leben wieder reinkommt. Und das checkt man nicht, wenn der große Schöpfer eingreift in unsere Welt. Der hat die Sachen und drum. Das ist mein Rat einfach, gell? Nicht immer zu schauen, nur wann genau, ist das Ende. Genau, das Ende, Und da gibt es viele Dinge, da gebe ich auch, in deinem Kanal wird viel drüber geredet, gell? Da gibt es wirklich viele Dinge, die machen Angst und man darf da auch hinschauen. Ja. Aber ich glaube, als Erster müssen wir auf den schauen, der alles ändern kann, der heute derselbe Gott ist, gestern, heute in alle Ewigkeit heißt es, gell? Ja. Der ist damals vor 2000 Jahren wie der Jünger, der hat auch heute die Kraft. Ja. Und möchte uns die geben und möchte, dass wir seine Boten sind. Und das ist ja viel genialer. Mhm. Und da können wir, egal wie die Umstände sind, können wir alles erleben, weil wir das wahre Leben einfach greifen. Und das ist so mein Herzensanliegen auch mit der Kampagne, mit all dem, ich habe auch andere Dienste auch noch, wo ich mithilfe, ich habe auch Gemeinde, wo ich mithilfe, weil ich finde es wichtig, dass Menschen, wo einen Anschluss haben, da kann man zwar vielleicht schimpfen über die eine oder andere, aber eigentlich, glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach eine Gemeinschaft hat von Menschen, die sich da ermutigen. Ja. Und nicht immer nur. Das ist halt, glaube ich, das, wenn man online für alleine unterwegs ist, dann ist es halt oft so, dann fasziniert ein Thema und ich kenne da viele Themen, da kommt man nur eine Stunde diskutieren, gell? Aber das ist oft so abgeziert und so, boah, alles wird so schlimm und so negativ. Und ich glaube, dass da ein gewisser Geist dahinter ist, dass da einer einfach wirklich diese Hoffnung rauben will. Weil eigentlich wir haben die Hoffnung in der ganzen Welt. Und selbst wenn es aus ist, dann haben wir das Leben in den goldenen Straßen, wie es so schön steht in der Bibel. Also was soll denn passieren? Ja. Also das ist so mein Herzschlag. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt immer so vom Ende reden und ich sage immer, ich glaube auf den Punkt gebracht, dass du das alles so sagst, sagt man, der Weg ist das Ziel. Weil ich glaube, natürlich ist immer irgendwann, wenn Jesus die ganze Welt heilt und so weiter, eine super Sache, befreit von Tod und also die ganzen Sachen, was da dann das Positive, was kommt, aber auf dem Weg dorthin, das ist ja das Wichtige, bist du es die ganze Zeit jetzt auch vom Weg erklärt, dass man da jetzt schon erfüllt sein in einer Welt, wo es drunter und drüber geht, wenn ich mit einer Gelassenheit da bin und jetzt schon, dass man sagt, in Zeiten, wo es schlecht ist, dass ich also in Herrn, dass ich in Jesus spüre, wie er da ist für mich. Ja. Weil die Gelegenheit habe ich dann vielleicht noch nicht mehr, als wie in einer Situation, immer dann, wenn es mir schlecht geht und er hilft mir, dann ist er das, da spüre ich nur erst richtig. Ja. Und das schaut auch bei jedem anders aus, gell? Ja. Und ich glaube, das ist so auch mir bewusst dann bei all dem, wenn man auch über das Ende und über Entwicklungen reden kann, gell, wir dürfen mit Gott, der Vorhang ist weggerissen, heißt es.
wie die Auferstehung passiert ist. Gell? Das Allerheiligste ist Offenheit. Und wir können das anzapfen direkt, wir können mit einem reden. Ja. Und das schaut auch bei jedem anders aus. Gell? Und jeder hat da seinen anderen Zugang. Gell? Ich kenne Leute, die sehr nüchtern, würde man sagen, beten. Ich kenne Leute, die extrem bildlich empfangen, aber Gott redet mit denen. Oder es gibt so viele Arten, das ist auch so eine Palette und so großartig, wie Gott wirklich auch mich als Individuum wahrnimmt und wirklich mit mir reden möchte und mich leiten möchte. Und das ist was, ich glaube, da lohnt sich sehr Zeit investieren. Ich glaube, wir fokussieren sich oft als Christen auf die falschen Dinge und sind oft enttäuscht, dass christliche Leben so anstrengend ist. Aber eigentlich, wenn wir einfach das Leben daten und einfach davon reden, dann wird man die Wunder, glaube ich, jeder Einzelne erleben. Und ich merke voll, je mehr ich für Menschen bete und offen bin auch über das zum Reden, desto mehr entwickelt sich was und kann Storys erzählen, Ende nie, weil Gott dann wirksam wird. Weil er auch sagt, hey, macht ihr den Mund auf, ich will euch benutzen als meine Botschafter. Gell? Das war vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Kannst du noch für unsere Zuseher noch ein kurzes Gebet machen, vielleicht zum Schluss noch? Und dann würde ich sagen, beenden wir dann das Video, weil meine Zeit ist schon knapp. Hey, dann beten wir einfach für jeden Einzelnen, der zuschaut, und wir segnen die einfach auch. Und wir beten wirklich, Heiliger Geist, dass du jetzt Menschen berührst, die jetzt am Bildschirm, dass du ihnen begegnest und dass wirklich die erkennen dürfen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Amen.